Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal wieder und endlich was Neues gegönnt, das ich schon lange haben wollte. Ich war auch schon dabei, die Dinger selber zu planen und dann selber zu bauen. Aber jetzt habe ich mir doch welche gekauft. Sogenannte Pipeclamps, Rohrschraubzwingen. Was ihr hier seht, ist die 1,5 Zoll Variante. Kommt im Viererset, also man hat dann viermal die zwei Teile und kann sich letzten Endes vier Klammern draus machen. Es gibt das Ganze auch noch in 3/4 Zoll, aber die sind ein bisschen teurer und ich glaube, für meine Bedürfnisse reichen 1,5 Zoll vollkommen aus. 1,5 Zoll deswegen, denn die Öffnungen hier vorne hatten etwa 21 mm, ich glaube ein bisschen größer, 23,4. Und genauso beim Gegenstück. In dem Teil hier, wo sich das Gewinde befindet, das Trapezgewinde von der Handkurbel, ist ein 1/2 Zoll Gewinde drin. Und hier kommt noch das 1/2 Zoll Rohr rein, was man sich noch extra besorgen muss. Ich habe mir jetzt hier 1,5 Meter Rohr besorgt. Beziehungsweise muss man sagen, das ist ein 1,5 Meter langer Doppelnippel. Das heißt, er hatte an beiden Enden schon Gewinde reingeschnitten. Nur ich habe dann die 150 cm bzw. 1500 mm halbiert und komme dann so auf ungefähr 75 cm Rohr. Eigentlich gibt es zu den Teilen hier gar nicht so arg viel zu sagen. Bestes chinesisches Gusseisen. Hier ist ein bisschen abgeschliffen, dass es halbwegs plan ist. Aber es reicht zum Arbeiten so aus eigentlich. Hier sind vier Stanzteile drin und hier noch eine Feder mit einem Gang. So, und ohne Rohr fällt es quasi auseinander. Also ich könnte es jetzt so auseinandernehmen. Aber das spare ich mir jetzt, glaube ich. So. Und damit ist es eigentlich schon einsatzbereit. Hier kann man dann seine Holzbretter reinlegen und miteinander verleimen bzw. Reinspannen, was man möchte. Der Griff an sich ist hier vorne nur mit dem Pin befestigt, also wenn ich den Pin raushaue, kann ich die Backe abnehmen. Hinten sieht es aus, als wäre der Griff mit dem Trapezgewinde verschweißt. Und das Gewinde an sich ist auch nicht geschmiert, aber naja, das kann man schnell selber machen. Okay, ich glaube, arg viel mehr gibt es zu den Dingern nicht zu sagen. Das Einzige und auch der Grund, warum ich das Video gemacht habe, ist eigentlich, um euch zu sagen, besorgt euch auch solche Dinger. Zuvor war es für mich ein riesiger Aufwand, Bretter zu Platten zu verleimen. Aber mit den Dingern ist es so viel einfacher und geht es so viel schneller und besser und ist einfach großartig, die Teile. Beziehungsweise es gibt genügend Anleitungen online mittlerweile für die Art von Schraubzwingen, um sie selber zu machen. Mein einziger Rat an euch, besorgt euch die Teile, es ist einfach unglaublich und macht euch das Leben so viel einfacher. Link zu dem ganzen Zeug findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Das einzige Manko, was ich jetzt noch hier habe, beziehungsweise was mich ein bisschen stört, sind die kleinen Füßchen hier. Und wenn man jetzt hier Bretter drin liegen hat und die verleimen möchte und dann noch gegenspannen will irgendwie, hat man zum einen natürlich ziemlich Probleme mit anderen Schraubzwingen unten reinzukommen, beziehungsweise hier an die Seite reinzukommen. Man hat nicht arg viel Platz und mit den Dingern komme ich zum Beispiel gar nicht rein. Und wenn man dann zudrehen möchte und ein bisschen Spannung drauf geben möchte, streift der Hebel, der Drehhebel, ein bisschen am Boden, beziehungsweise an der Tischplatte. Das ist eigentlich das einzige Nervige an den Teilen. Aber da kann ich dann zum Glück auch selber was dagegen machen. Und noch eine Kleinigkeit, wenn ihr ein 75 cm Rohr habt, dann geht natürlich jetzt ein bisschen Platz verloren. Ungefähr 90 mm weniger. Also in meinem Fall, ich habe ein 75 cm Rohr,
was ich schon ein paar Mal gesagt habe, glaube ich jetzt. Das heißt, ich kann maximal 64 Zentimeter hier reinspannen. Aber an sich kein Problem, denn ich könnte mir jetzt ein noch längeres Rohr, einen noch längeren Doppelnippel besorgen und damit die Pipe Clamps so groß und so lang machen, wie ich möchte. Falls ihr jetzt auch denkt, hier die kleinen Füße sind ein bisschen laufig, beziehungsweise das kann ich nicht gebrauchen. Ich habe gesehen, bei Konterholz, der hat welche in seinem Shop, die haben schon ja, Füße dran. Also die gehen schon ein bisschen, stehen schon ein bisschen weiter oben. Nur als kleine Empfehlung und vom Preis her sind die eigentlich auch in Ordnung. Nicht ganz so günstig wie die hier, aber nützlicher beziehungsweise gebräuchlicher als die jetzt hier. Ich kann zum Glück noch was dran ändern und machen und bisher glaube noch nie Guss geschweißt beziehungsweise Guss an Stahl. Also wird interessant, kommt dann demnächst. Dann war es eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Teilen, liken, kommentiert, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal dann.